Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Night Daily Shop News vom 3.12.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann use gerne im Itemshop den Creator Code sofort gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So, wir schauen in den heutigen Itemshop rein. Oh mein Gott! Die Glühweinagentin und Yuletide Ranger sind back! Knock Ops 6 back! Ja, dazu würde ich einfach mal sagen, seht her. Der Teil ist jetzt noch gar nicht so lange her gewesen, als es das letzte Mal im Shop war. Deswegen gucken wir mal direkt hier rein. Da haben wir 3,2 von 5 bei 15 Votes. Am 13. Oktober 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 19 Reminders. So, weiter geht's mit dem nächsten Item von heute. Dem Baumspalter für 500 V-Bucks. Ja. Das Teil ist ganz okay, ist auch das letzte Mal erst vor 40 Tagen drin gewesen. Hier haben wir 3,8 von 5 bei 20 Votes, 14. September 2018 ist erstmal drin gewesen. Das achte Mal jetzt, 20 Reminders. Jetzt geht schon wieder zu dem Showstopper. Oh mein Gott, als ich das Ding gesehen habe, dass das drin ist. Da haben schon wieder meine Synapsen durchgedreht. Für 500 V-Bucks das Teil. Und da haben wir folgendes Voting. Wir haben 4,22 von 5 bei 41 Votes am 17. Dezember 2018. Das erstmal drin gewesen. 10. Mal jetzt. 77 Reminders. Ja, das letzte Mal ist auch noch nicht so lange. So, weiter geht's jetzt hier mit dem. Mit der Zuckerstange. Ja, Teil, ich kann jetzt persönlich nicht so wirklich viel mit anfangen. 300 V-Bucks kostet das Ding. Ja, ist aber schon ewiglich lange nicht mehr im Shop gewesen. Und hier haben wir 4,32 von 5 bei 25 Votes am 19. Dezember 2018 das erste Mal drin gewesen. Jetzt das vierte Mal, 39 Reminders, das letzte Mal im Shop. Vor 325 Tagen am 12. Januar. Und dann haben wir den Kommando als nächstes. Ja, ist jetzt auch nicht so mein Fall, das Teil. Ich weiß, Spitzer-Skin. Hier haben wir momentan 3,68 von 5 bei 90 Votes am 11. November 2017. Das erste Mal drin gewesen. 33 Mal jetzt. 242 Reminder. Das letzte Mal ist auch noch nicht so lange her. So, dann haben wir den Spark Plug oder die Zündkerzen-Künstlerin. Da hinten mit dem komischen Teil, was aussieht wie ein Hund. Wenn man jetzt weiß, was das eigentlich sein soll. Gucken wir mal da rein. Auch nicht so lange her. Das letzte Mal knapp vor einem Monat. 3,89 von 5 bei 72 Votes am 10. Februar 2019 ist das erstmal drin gewesen. Das 11. Mal jetzt 69 Reminders. Dann kommen wir auch schon zu dem Raptor-Set hier. Da haben wir den Raptor für 2000 V-Bucks. Den gibt es hier auch mit diesem dunklen Style. Ich finde den richtig cool. Und der Raptor hat hier folgendes Voting. Wir haben, das ist schon ziemlich brachial, 4,16 von 5 bei 209 Votes am 14. Januar 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 29 Mal jetzt, das 40 Reminders. Das letzte Mal ist gerade knapp einen Monat her. Das komplette Set war dann knapp. Na, wobei, das stimmt so nicht. Hier Velocity. Velocity, auch ziemlich cool. 4,12 von 5 bei 76 Votes. 12. Mai 2019 ist das erstmal drin gewesen. Sechste Mal jetzt 40 Reminders. Und das war, die war das letzte Mal vor 79 Tagen drin am 15. September. Genauso wie der Sturmbomber, da war nämlich das komplette Set drin, den finde ich auch ziemlich cool für 1200 V-Bucks. Teil mega geil eigentlich, ja. Und der Assault Bomber hat hier 3,86 von 5 bei 29 Votes am 12. Mai 2019. Das war drin, das sechste Mal, jetzt 6 Reminders. Auch am gleichen Tag, das letzte Mal drin gewesen, Partylöwe, Slurp. Gab es ja in der Zwischenzeit dann mal diese Double Slurp. Mega geiles Teil hier. Wenn wir da drauf kloppen, dann sieht das folgendermaßen aus. Jawohl. Das Ding ist richtig fett.
So, Party Animal ist hier 4,39 von 5 bei 61 Votes am 7. Januar 2018. Das ist erstmal drin gewesen. Das 28. Mal, jetzt 75 Remind, das letzte Mal im Shop auch am 15. September. Jo, da sind wir auch schon soweit durch mit diesem Set hier. Dann kommen wir zu den geilen Items von heute. Der Julezeit Ranger, der Teil ist mega cool. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut für 800 V-Bucks. Ein Season 1 Skin. Mega geil. Jo, gucken wir mal ganz kurz. Der Teil hat hier folgendes Voting. Der Julezeit Ranger. Mal 4,13 von 5 bei 45 Votes. Am 23. Dezember 2017. Da war dann Season 1. Das erste Mal drin gewesen. Jetzt das 11. Mal. 97 Reminders, das letzte Mal im Shop. Am 14. Januar vor 323 Tagen. Und ganz genau so ist es mit der Glühweinagentin. Die hatte er sofort. Ja, für 800 V-Bucks, ich finde die richtig, 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 richtig nice und cool. Auch in Season 1 eingeführt worden. Gucken wir mal, wie sehen denn hier die Noten aus? 4,63 von 5 bei 124 Votes. 16. Dezember 2017, das war drin gewesen. Das 13. Mal, jetzt haltet euch fest. 773 Reminders, das ist ziemlich, ziemlich krass. Ja. 323 Tage ist es auch hierher, auch am 14. Januar 2019, das erste Mal, das letzte Mal im Shop gewesen. So, ja, dann kommen wir mal zu den heutigen Benotungen, beziehungsweise zur heutigen Bewertung des Shops. Da würde ich mal sagen, wann haben wir das letzte Mal gesehen? 3894 Love It's, 1192 It's Meh und 1346 Hate It's. Ja. Ja, was bleibt mir denn da anderes übrig? Also Hate? Nein, kann man nicht sagen. It's Meh? Nein, 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 nein. Da muss natürlich ein Love It her. Da haben wir 3898 Love It's. Mega geil. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da. Benutzt unseren Creator-Code sofort, du gleich, TTV. Abonniert unseren Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit Miniman. Ich